So, jetzt machen wir kurz noch was ganz anderes und zwar Metal Hellsinger. Da habe ich nämlich eine Pressdemo, die möchte ich kurz mal mit euch spielen. Die habe ich gestern schon mal ein bisschen privat angespielt. Muss ich gerade mal erstmal bei mir noch schnell den Text ändern. Ja, jetzt ist auch, stimmt auch gleich der Text wieder und das die Kategorie. Okay, und ready bin ich und fertig, bereit für neue Action. Wobei, ist jetzt gerade abgestürzt? Nein, es geht. Okay, es wird schwarz und es kommen kleine Inserts, ist ein gutes Zeichen. Okay, jetzt geht's weiter mit Metal Hellsinger und ich kann euch nur sagen, das ist schon ein bisschen was anderes als das, was wir gerade gesehen haben. Denn das eine war schön, ruhig, fast schon meditativ stellenweise. Danke, Fascination, Alter. Du hast gerade, wie viele? 10 Abos verschenkt. Danke. So. Und Metal Hellsinger ist wirklich was anderes. Metal Hellsinger ist schnell, laut, mit Metal-Mucke, wie man sich natürlich schon denkt. Und vor allen Dingen ein kurzes, spaßiges Action-Gewitter für zwischendurch. Und da wir jetzt eh nur noch so knapp 20 Minuten haben, weil ich um 4 Trackmania mit der Volvic Hydro Challenge spiele, dachte ich mir, gucken wir doch jetzt mal kurz rein. Mach hier die Musik auch mal wieder ein bisschen leiser. So. Ich habe auch nur diese Demo. Und ich habe auch vieles schon wieder vergessen. Direkt mal gucken. Also ihr habt jetzt auf jeden Fall, okay, nicht leiser. Okay, dann das ist das erste Mal, dass jemand sagt, nein, nicht leiser, du Schwein. Dann mache ich halt nicht leiser. Aber ich muss vor allen Dingen mal gucken, wo ich mich hinpacke, dass ich nicht so sehr störe. Vielleicht hier in der Ecke. Ich weiß nämlich nicht. Mit Sicherheit gibt es hier jetzt auch wieder gleich unten rechts ein paar HUDs, die wichtig sind. I remember this place like it was yesterday. Wish I didn't. Pommesgabeln! Okay, komm! Hau rein! Nee, hier ist gar nichts. Ich kann also einfach. Ich kann mich also wirklich einfach nur hier so in die Ecke packen. Man muss übrigens im Takt schießen für Takt-Kombos, aber die sind schon ein bisschen schwieriger. Ja, manchmal gehen diese Finisher noch nicht. Ich weiß aber nicht genau warum. Eigentlich sind die ja wie in Doom. Ich drücke E. Na, manchmal soll es einfach nicht sein. Dafür kriegt man natürlich am Ende wieder Energie. Und es ist auch so eine Art Score-Shooter. Also es geht darum, möglichst viele Punkte zu machen. Man kommt am Ende von der Demo in eine Rangliste rein. Deswegen versuche ich hier einfach mal jetzt, mich mehr zu konzentrieren. Ja, das bringt ja gar nichts. Das Schwert ist besser. Ich weiß immer noch nicht genau, wie diese Taktserie ausgelöst wird, außer dass man versucht, im Takt zu schießen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das richtig perfektionieren kann, wenn man sich da erstmal eingeschossen hat.
Aber ich glaube, das ist wirklich was dafür, wenn man es ein bisschen länger gespielt hat und diese Feinheiten rafft. Ich habe ja gerade gestern erst Rapper the Rapper gespielt, als wir... So many souls here makes a kind of electricity. Als wir beim Jugendzimmer alte PlayStation 1 Titel gespielt haben. Sticks Crystal. Good for health. Und da ist das mit dem Timing auch so eine Sache bei The Rapper the Rapper. Aber eigentlich verstehe ich ja schon, glaube ich, was von mir erwartet wird. Dass man halt passend zum Takt schießt. Aber was den Takt jetzt definiert, ob es die Drums sind oder... Das habe ich noch nicht ganz raus. Vielleicht ist aber auch die Abstände des Schusses. Zwischen Schüssen muss vielleicht ein Takt sein oder so. Aber ihr seht es ja oben links, manchmal kriege ich es hin. So jetzt, ne? Zweimal hintereinander im Takt, das geht noch. Die Pfeile in der Mitte sind der Takt, oh mein Gott, ihr habt recht. Ich frage mich schon eh die ganze Zeit, was diese Dinger sind. Ja, das ist der Takt, ihr habt recht. Das ist ja Hammer, vielen Dank, Chat. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet, für mich ist das einfach nur Gebimsel von links und rechts, das mich ablenken soll. Ja, es ist tatsächlich wie ein Demani. Ihr habt völlig recht. Jetzt geht's schon viel besser. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Warum ist die Energie wieder weg? Okay. Oh. Zorn ist maximal aufgeladen. Das macht schon Bock. Ready for us. At least they tried to be. Ah, das sieht auch aus wie so diese 3D-Amplitudes, so ein bisschen. Das ist ganz cool. Jetzt mit dem Takt, Combo, Verständnis, was ich gerade durch euch bekommen habe, macht es auch gleich wieder noch ein bisschen mehr Bock, weil die Schüsse dann auch wuchtiger werden. Imagine it. Stalker shows up, itching to kill. Wonderful. Ah, das gilt sogar für die Dashes.
Aus irgendeinem Grund will aus einer gewissen zu nahen Entfernung das eh nicht mehr. Muss man sich wirklich konzentrieren, dass man diese Takte einigermaßen hinkriegt. Das habe ich nämlich auch noch, so ein R2-Schuss. Though they can hear us coming, all right. The chaos ain't quiet. Man darf ja auch nicht getroffen werden, sonst ist die Takt-Kombo auch hin. Und das ist ein bisschen schwieriger, auch weil die Schussfrequenz so niedrig ist. Von der Schrotflinte. Aber die Mucke haut schon ganz gut rein. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Metalhead oder so, aber ich finde die Community cool, weil die immer sehr sympathisch und freundlich sind. Aber das ist schon eine Mucke, die kann man schon machen. Das passt hier vor allen Dingen echt gut dazu. Ja, das wäre wirklich was für Krogi. Da habt ihr völlig recht. Das könnt ihr gerne Krogi mal vorschlagen.
wirklich nicht aufs Reden konzentrieren. Ich kann ja aber, ich meine, ihr wollt die Musik eh hören. Aber es ist auch bald fertig, glaube ich. Scheiße! Nein! Weren't the unknown's best job, but she get it next time. Verdammt! Naja, einmal kann man noch, man verliert jetzt die Punkte natürlich, aber das machen wir noch einmal durch. Man kann sich zweimal wieder auferstehen lassen. Verliert dadurch aber eben Punkte und muss die dann auch erstmal wieder reinkriegen. Judge's second aspect, just wait for us. Oh. Das Symbol in der Mitte ist, ach so, ja stimmt, das ist so eine Spezialattacke mit R, also Maus R. Ja, die Glory Kills finde ich auch ein bisschen schwach. Das ist wahr. Und die fühlen sich auch nicht so gut an wie im Doom. Natürlich jetzt ein anderer Takt, ne? Weil das ja ein ganz viel ganz schnellerer Song ist als in der Vergangenheit. Zumindest der hier ist hier schon sehr schnell. Man sieht es ja am Takt, der da durchläuft immer. Ja, okay, hier war die schlechte Wahl der Waffe. Was haben wir noch? Da. Irgendwo noch was Grünes? Huh! Alter. Oh, okay, hier verliere ich meine Punkte. Deswegen, na komm, machen wir trotzdem nochmal. Aber jetzt komme ich gar nicht mehr in die Tops, in die Top-Listen. Ich glaube, Top 10 ist irgendwas mit 8, 9 Millionen.
den Glory Kill? Warum? Super schwer. Nein, ich wollte dahinter, da war noch was Grünes. Oi. Okay. Das war's also. Wie gesagt, es ist immer so nur eine kleine Session, die man hier in dieser Demo machen kann. Ich war aber immerhin schon bei 900.000. Hätte ich jetzt nicht, ne? Hätte ich vielleicht sogar am Ende hier noch ein bisschen mehr Punkte gemacht. 1 Million wäre, glaube ich, drin gewesen. Und das ist hier dann die berühmte Bestenliste. Hier bin ich immerhin schon mal in den Top 100. Aber guckt euch ruhig nochmal, wo ist denn die, genau, die Top 10. 7 Millionen, das ist verdammt viel. Grüße an all diese Leute, die hier, wie ich finde, eine gute Zeit abgelegen haben. Schwierigkeitsstufe Ziegenbock, das ist mehr oder weniger alles, was ihr dazu wissen müsst. Das ist also Metal, wie heißt es noch? Metal Hellsinger, oder? H-E-L-L und Singer. Okay, finde ich gut. Sehr, sehr interessant. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Ist ein schönes Spiel. Pumpt einen auch so richtig nach oben und es ist vielleicht auch nach der ruhigen Geschichte, die wir gerade eben hatten mit dem Asian Detective. Und dieser Nummer ist es jetzt vielleicht genau das Richtige, weil dann bin ich jetzt aufgeputscht und bereit für die Volvic Hydro Games, die jetzt gleich starten. Wir haben nämlich 16 Uhr und da habe ich natürlich schon das passende Spiel vorbereitet.